Hallo! Jetzt probiere ich es nochmal. Mal schauen, ob jemand da ist und was über Heilung noch erfahren möchte. Und zwar, ihr wisst ja, ich habe ja diese Divine Healing Power Sessions gemacht und bin immer noch dran, sie zu machen. Und ja, da wollte ich euch noch was erzählen, was vielleicht auch noch vielen einen Aha-Effekt bereitet. Wenn ihr gerade dabei seid, eben auch noch irgendwelche, vor allem körperlichen Geschichten zu heilen. Und zwar folgende Geschichte. Gestern hat mich dann spontan jemand kontaktiert, war ziemlich aufgelöst in Angst, weil sie einen Zahn hätte verlieren sollen oder weil sie beim Zahnarzt war. Der Zahnarzt hat gesagt, ja, es gibt keinen anderen Ausweg. Am nächsten Morgen müsse sie ihren Zahn ziehen lassen. Und dann hat sie dann mich kontaktiert und ich habe dann halt gesagt, ja, wenn sie jetzt Zeit hätte, könnte ich versuchen, ihr zu helfen. Und hallo, ihr Lieben. Und ja, dann hat sie gesagt, ja, sie hat Zeit und sie hat Schmerzen und dann habe ich mit ihr dieses Healing Coaching gemacht und ja, es war schwierig, sage ich mal. Es war sehr, sehr schwierig, weil wenn jemand, also sie wollte mir dann noch erzählen, was sie denn schon alles gemacht hat und ihre ganze Leidensgeschichte über viele, viele Jahre hinweg und wie viele Symptome und wie viele Probleme sie schon hatte. Und ich habe es dann halt gestoppt, weil es ist wirklich eins der Sachen, die ihr nicht machen dürft, ist euch in eurer Vergangenheit aufhalten, euch immer wieder mit eurer Vergangenheit zurück verbinden. Und das wollte sie eben machen, damit ich weiß, um was es geht. Aber es ist für Heilung absolut unerheblich, die Geschichte der Vergangenheit wieder nach vorne zu ziehen. Das ist ein riesengroßer Fehler, den ganz viele machen, dass sie immer wieder schauen, immer wieder zurückreflektieren, immer wieder versuchen, sich zu rechtfertigen und immer wieder vor allem die Frage stellen, was mache ich denn falsch? Was mache ich denn falsch? Warum ist es noch nicht zu einer Heilung gekommen? Und das habe ich ihr dann in dem Divine Healing Coaching, habe ich das dann erklärt und es ging wirklich darum zu erkennen, was sucht noch den Schmerz und es war sehr, sehr schwierig. Wenn jemand nicht bereit und nicht offen ist, wirklich, sag ich mal, die Hosen runterzulassen und immer noch irgendwo Angst hat, als Versager dazustehen oder als nicht gut genug, weil dieser blödsinnige Gedanke oder diese blödsinnige Überzeugung noch da ist, ich habe etwas falsch gemacht, das Leben bestraft mich für irgendwelche Fehler und deswegen bin ich krank geworden und deswegen komme ich nicht aus dieser Krankheit raus, weil ich irgendetwas falsch mache. Und solange so eine Denke noch aktiv ist, hast du noch mal einen Block. Einen Block, der dich nicht heilen lässt. Wenn du solche Rückschlüsse, solche Überzeugungen irgendwo auf ganz hinterster Ebene noch aktiv hast, dann sind die in deinem Mechanismus präsent und manifestieren sich in deinem Körper. Und dann ging es also nochmal darum in dieser Geschichte, dass sie diesen Zahn nicht verlieren wollte und dass sie natürlich die Schmerzen loswerden wollte. Und ihr wurde gesagt, am nächsten Tag, deswegen habe ich auch so schnell reagiert, am nächsten Tag müsste sie nochmal zum Zahnarzt und der Zahnarzt, wenn es dann nicht besser wird, müsse sofort den Zahn ziehen. Und es war natürlich ein riesengroßer Horror, weil es auch finanziell nicht gut aussah und die Angst davor, das alles bezahlen zu müssen, Implantate finanzieren zu müssen und so weiter und so fort. Und vor allem eben den Verlust dieses Zahnes, diesen unwiederbringlichen Verlust dieses Zahnes. Und es war, wie gesagt, keine einfache Sitzung, weil so fest an der Geschichte
festgehalten worden bist und auch an der Überzeugung, man müsse sich rechtfertigen, an der Überzeugung, man hat ja schon alles probiert und man macht ja alles. Und das ist eben der nächste Punkt, den ich euch mitgeben kann. Es geht nicht darum, alles zu machen, weil es geht wirklich um einen Seinszustand zu kreieren. Es geht darum, einen heilen Seinszustand zu kreieren. Und deswegen ist es so, so wichtig, irgendwann mal die Vergangenheit loszulassen und zu akzeptieren, dass man als, wie ich es jetzt so gerne nenne, liebende Perfektion hier am Start ist. Und dass eine liebende Perfektion, das, was wir wirklich sind, unsere wahre Identität, sich niemals rechtfertigen muss. Und niemals irgendwo einen Fehler hat. Und wenn es angenommen wird, dass man fehlerhaft ist oder dass man fehlerhaft behandelt wird oder dass die Hilfe vor allem nicht so kommt, wie man sich die vorgestellt hätte. Nächster Punkt. Wenn du heilen willst, musst du das Potenzial der unbegrenzten Möglichkeiten als Heilmöglichkeiten für dich annehmen. Du darfst nicht bestimmen, auf welche Art und Weise Heilung respektive die heilende Hilfe zu dir kommen darf. Du kannst die Tür nicht vor einem Geschenk verschließen, bloß weil der Postbote eine Klamotte anhat, die dir nicht gefällt im ersten Moment. Aber vielleicht hat der Postbote ja ein Geschenk für dich, weil das Universum und das heilbringende Universum arbeitet nicht so, wie dein logischer Verstand sich jetzt vielleicht gerne die Heilung so vorstellen würde, sondern es hat unendliche Möglichkeiten. Und wenn du unendlich minus 5 Möglichkeiten nur zulässt, die dir dein logischer Verstand, dein analytischer Verstand zulässt, dann bist du wieder abgeschnitten vom unendlichen Heilungspotenzial, das tatsächlich da ist. Also mein nächster Rat, urteile nicht, sondern sei immer bedacht und weiß, dass alles, was zu dir kommt mit einer helfenden Hand, auch wenn diese Hand dir nie gerade nicht gefällt oder nicht so aussieht, wie du sie gerne hättest, lass zu, dass diese helfende Hand dir auf eine dir unbekannte und vielleicht sogar auch unangenehme Art die Hilfe bietet, weil wenn es möglich wäre, dass du Hilfe bekommen hättest in deiner Art, wenn das der richtige Hilfeweg gewesen wäre, dann wäre er ja schon da. Also wenn du offen bist, dass die Dinge auf eine dir unbekannte Art kommen, die dir vielleicht Angst machen, die dir unangenehm sind, nimm sie an. Vertraue, du musst dran vertrauen, dass das Universum, dass Gott, das Göttliche, die liebende Intelligenz, die heilende Intelligenz dich tragen möchte. Und strampel nicht dagegen. Und sage, nein, von dir will ich nicht getragen werden, weil du so und so gefällt mir nicht, kenne ich nicht, ist halt unbekannt. Das ist der nächste Schlüssel, die Heilung. Das, was du suchst, sitzt im Unbekannten, weil wenn sie in einem dir bekannten Bereich oder auf eine dir bekannte Art und Weise zugänglich wäre, wäre sie ja schon da. Ja, und jetzt komme ich nochmal auf dieses Beispiel zurück. Wo sie dann sich zurückgemeldet hat mir und mir diese Rückmeldung gab, dass es also für sie ja gar nicht so schön war, wie sie sich dachte, aber dass sie sich ja bedankt, aber sie hat immer noch Schmerzen und es hat ihr halt doch nicht so geholfen und es sei doch nicht so der Weg mit mir, wie sie sich das vorstellen könnte, also so wie ich euch das vorher erzählt habe. Und dann kam, aber ich habe meinen Zahn heute nicht verloren. Denn ich habe plötzlich die Eingabe bekommen, dem Zahnarzt, der Zahnärztin mitzuteilen, zu sagen, ich möchte unbedingt, auch wenn die Schmerzen jetzt noch weiter anhalten, eine andere Therapie, ein anderes Medikament versuchen. Aha!
Also, ad ergo war diese ganze Session scheinbar nicht gut, nicht gut genug, nicht so, wie sich vorgestellt wurde, nicht so, wie man das gerne gehabt hätte. Aber wir sind mit der Information reingegangen und haben gesagt, ich kriege morgen diesen Zahn gezogen. Oh mein Gott, kann ich das nicht, ich kann es nicht verhindern. Das wird so sein, wenn es der Schmerz morgen noch da ist. Aber ich habe nur anderes Potenzial gesehen. Ich habe mehr Potenzial gesehen, außer diese einzige Lösung. Und immerhin durfte ich zumindest aus den unendlichen Potenzialen die Energie in unser Gespräch bringen, die sie aufnehmen konnte und auch noch etwas anderes erkennen konnte als dieses ultimative Urteil, der Zahn wird am nächsten Tag gezogen. Und das Teaching wollte ich euch unbedingt noch weitergeben, weil ich kenne das von mir, ich kenne das von meinem eigenen Heilungsweg und ich bin so fokussiert auf einen Weg und mache alles, was scheinbar dieser eine Weg verlangt, um zum Ziel, um zum Erfolg zu kommen, aber ich komme nicht zum Erfolg. Ergo mache ich den Rückschluss, dass ich es nicht richtig mache. Aber das ist eben nicht das Problem, dass du es nicht richtig machst, sondern das Problem ist, dass du nicht im Empfangsmodus bist für das, was du dir wünschst, weil du dir vorstellst, dass es auf eine gewisse Art und Weise zu dir kommen muss. Und es steht quasi an der Tür und tausend Sachen klopfen, die lässt du nicht rein, weil sie nicht genau so aussehen, wie du dir das vorstellen würdest, wie Heilung für dich aussehen würde. Also, ich hoffe, das hat euch geholfen. Ich hoffe, das öffnet euch den Horizont nochmal für den Raum der unendlichen Möglichkeiten und rausgehen aus diesen Urteilen, aus den Beurteilungen, die immer vor der Perspektive der Vergangenheit stattfinden. Und es geht wirklich nur darum, dass Heilung zugelassen wird, dass Heilung akzeptiert werden kann, und zwar auf einen Weg, den wir nicht kennen müssen. Und wenn er, egal auch die Zeit, das ist nochmal ein Punkt, wie lange Zeit Heilung dauert, wenn wir uns davon irritieren lassen, kriegen wir auch wieder Rückschläge. Am besten geben wir nichts vor. Am besten geben wir uns einfach nur hin, wissen, dass wir für Heilung ready sind, bereit sind und dass wir in ein absolutes Vertrauen gehen, in eine höhere Heilkraft, die viel, viel höher ist und viel größer ist, als sich das unser logischer, analytischer Verstand denn auch nur vorstellen kann. Und so kann Heilung funktionieren. Und jemand, der da ist und helfen möchte, dorthin zu kommen, in diesen Zustand, dass Heilung empfangen werden kann, der kann nicht irgendetwas gegen deinen Willen tun. Und er ist auch nicht dazu da, dich aufzubrechen und deinen Willen zu brechen, sondern er kann dich nur dort abholen und dir die Hand geben und du musst mitgehen. Und wenn du sagst, den Weg will ich nicht gehen, der gefällt mir nicht, der ist hässlich, der tut weh, dann solltest du dir vielleicht noch mal überlegen, ob das vielleicht nicht gerade der Weg ist, den du nicht gegangen bist, weil er weh tut und weil er hässlich ist. Und dass es vielleicht der Weg ist, den du schon lange hättest gehen sollen. Hallo Philipp, dass es der Weg sein soll, den du schon lange hättest gehen sollen, weil er durch den Schmerz und weil er genau unangenehm ist und weil du die Sachen anhören musst, weil du Erkenntnisse kriegen musst, die nicht schön sind. Und ich weiß das, weil ich so schon lange unterwegs bin mit Leuten am Arbeiten. Es tut immer erst weh. Und ich weiß es von mir, es tut Sacke weh. Ich weiß es von Klientinnen, vor allem wo wir Mutterthemen und so weiter aufgelöst haben, die wirklich so harzig waren und wo ich Sachen
aufgedeckt habe, die niemand hören wollte, die niemand sehen wollte. Aber die Erkenntnis, nur diese verstehende Erkenntnis von Zusammenhängen und von Hintergründen, schon Heilung an sich und per se sein kann. Aber es ist nicht der Kuschelkurs. Der Kuschelkurs, wir suchen den, wir möchten den haben, aber ich glaube, dass der Kuschelkurs eben nachher kommt. Der kommt auf jeden Fall, das Kuschelige, das Angenehme, das Schöne, das kommt. Aber zwischendrin sind Phasen, die musst du durchgehen, weil sonst durchbrichst du das nicht, sonst kriegst du diesen Durchbruch nicht. Und da den Mut zu haben und zu sagen, ja, ich weiß, danach wird es schön, das bringt Heilung und das gehört zur Heilung unbedingt dazu. Heilung braucht Mut, Leute. Heilung ist nicht immer angenehm. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen Freitag. Ich hoffe, das war hilfreich. Und ja, bis dann. Bye. Danke fürs Zuschauen.